krank ist, muss was essen. Und deshalb kochen wir jetzt zusammen Spaghetti Aglio Olio. Allerdings nicht mit normalen Spaghetti, sondern mit denen aus Edamame und Spirulina. Die schmecken so gut. Die schmecken natürlich nicht wie echte Spaghetti, ne? Die sind aber wirklich mega lecker. Und wir machen direkt mal einen Screenshot. Oh, so. Nochmal, kommen wir noch ein bisschen näher ran, ne? So, ich muss auch in die Kamera linsen. So. Und als erstes schneide ich mal. Wieder was ausgekippt, ne? Als erstes tue ich den mal ein bisschen so, damit ihr auch mein schönes Schild da hinten sehen könnt, was sowieso viel zu klein ist, aber es steht nun mal da. Habe ich nicht richtig zugemacht, das Glas hier. Also, wir brauchen. Ach ja, con peperoncino natürlich. Aglio olio con peperoncino. Hier mit Peperoni schneiden wir klein. Ich nehme zwei Stück und frischen Knoblauch schneide ich auch klein. Da nehme ich einiges, einiges. Ihr werdet sehen. Ihr werdet es sehen, Leute. Brettchen und Messer natürlich. Licht aus, Messer raus, wie die Oma immer sagte. So, ich zeige euch jetzt hier unten, was ich mache und wie ich die Peperoni und die Knoblauchzehen klein schneide. Dann viel Spaß dabei. Jetzt haben wir die Knoblauchzehen fein gehackt und die Peperoni. Und die werden in Olivenöl angedünstet. Und parallel, diese müssen nur 3 bis 5 Minuten kochen. Parallel dazu mache ich die Spirulina Edamame Pasta. Da schön ordentlich Salz rein. Und zum Kochen bringen. Also nichts zum Sehen, ne? Wie Wasser kocht, wisst ihr, Leute, wie das aussieht und wie das geht. Wir gucken jetzt lieber in die Olivenöl-Geschichte rein. So, da schaut mal zu. Olivenöl nehmen wir reichlich. Und wichtig ist nachher, alte italienische Weisheit, nicht die Soße kommt zu den Nudeln, sondern die Nudeln kommen zu der Soße, ne? Also, wisst ihr Bescheid. Aber jetzt dünsten wir erstmal bei mittlerer Hitze die Peperoncino und das Knoblauch an. Den Knoblauch. Und ich hobel derweil auch schon so ein Stück Parmesan, um das hinterher noch so ein bisschen drüber zu tun, ne? Ein bisschen Parmesan über die fertigen Nudeln.
hobel ich jetzt ganz auf. Die Edamame Spirulina Spaghetti soll man übrigens nach dem Zubereiten abduschen. Abduschen, abbrausen, unter Wasser abspülen. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht schmecken sie dann sonst nicht, wenn man das nicht macht. Und deshalb halte ich mich natürlich da dran. Die müssen jetzt noch eine Minute 30 Sekunden und dann werde ich die hier zu dem Knoblauch und zu den Chilis geben. Ich überlege gerade, ob noch irgendwas fehlt. Parmesan habe ich. Ich glaube, ich tue danach auch noch ein paar. Ich guck mal, ob ich so gefrorene Gartenkräuter noch habe. Ups, und ihr könnt derweil hier den Sachen beim Kochen zugucken. So Leute, die ganze Sache ist fertig und wie immer kommt jetzt der Primadina Taste Test. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich viel Geschmack habe. Ich habe das Gefühl, ich rieche auch gar nichts. Also kann das auch gut sein, dass ich gar nichts schmecke. Ne? Aber Knoblauch ist immer gut, wenn man krank ist, oder? Stimmt ihr mir doch zu. So, dann machen wir mal hier einen schönen Happen fertig. Einmal Nudels mit. Na, du sollst nicht mal in Gesicht gucken. Aber willst du unbedingt, oder? Du Kamera, du. Nudelsküss mit etwas. Ne, reagiert da auch nicht drauf. Du musst ihn so. Nudeln mit einem bisschen Parmesan drauf. Ich glaube, das schmeckt endgeil, aber ich schmeck nichts. Ich schmeck echt nicht viel. Ach Mensch, das tut mir leid, aber ich glaube, dass das richtig, richtig geil schmeckt, ehrlich gesagt. Mhm. 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 Ich glaube, das ist richtig gut. Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist geil.
Aber ich schmeck nichts. Scheiße, ey. Perlen vor die Säule geworfen hier. Aber das ist scharf, das merke ich. Ich überlege, ob ich noch Salz dran tun soll, aber die Turtle isst vielleicht mit. Und die hat ja nichts am Geschmackssinn. Aber Konsistenz ist super. Also die Nudels, die kann ich euch nur empfehlen. Einer von euch hat die auch schon im Laden entdeckt, habe ich gesehen. Da kosten sie, glaube ich, 2 Euro und noch was. Und bei meinem The Good Food haben die echt viel davon. Ich glaube, die kaufe ich denen noch alle weg oder spende ich denen noch alle weg. Da, die sind halt schon abgelaufen, das macht aber gar nichts. Ja, schade. Da kann man halt gegen eine Spende was geben. So, liebe Wains, drückt mir die Daumen, dass es mir bald wieder besser geht. Ich wünsche euch was. Bleibt mir gewogen. Bis bald.